Willkommen an Bord. Diese Reise führt Sie an einen Ort, wo virtuelle Welten entstehen. Sie navigieren auf dreidimensionaler Ebene und entdecken die Schnittstellen mit den Informationssystemen. Die 90er Jahre haben uns das Tor zum Informationszeitalter geöffnet. Es sind Umwälzungen im Gange, und zwar nicht nur in der Technologie, die eine wahre Neorenaissance einleiten. Die digitale Ära verändert die Wirtschaft, das Gesellschaftsleben und die Ästhetik. Neue Kommunikationstechniken zwingen uns, den Menschen neu darzustellen und in ein numerisches Universum einzugliedern, das in ständigem Wandel steht. Die technischen Neuerungen scheinen die menschliche Kreativität zu neuem Leben erweckt zu haben. Neue Ideen und Philosophien werden entwickelt, alte blühen wieder auf und es entstehen neue Welten. Die Renaissance gründet auf dem einfachen Konzept, wonach der Mensch das Maß aller Dinge ist. Davon gingen Da Vinci, Galilei und Michelangelo aus. Wenn wir im digitalen Zeitalter sagen, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, dann messen sich alle Dinge digital am Menschen. Renaissance also, weil wir das digitale Universum unseren Bedürfnissen anpassen. Immer mehr spricht man von einer kulturellen, einer digitalen Renaissance. Es entstehen Konzepte, die einen kulturgeschichtlichen Aspekt, nämlich die Renaissance in der Kunst, mit diesem eigenartigen technischen Begriff digital in Verbindung bringen. Dieser Ausdruck, der nicht nur in Informatiker, sondern auch in Kulturkreisen zirkuliert, hat grundsätzlich eine wichtige Bedeutung. Wir sind in eine neue Phase der Verarbeitung kultureller und wirtschaftlicher Abläufe getreten. Die digitale Technologie gründet hauptsächlich auf dem Einsatz von Computern und verändert Berufe, Arbeitsweisen, Denkweisen, Kreativität und Verarbeitung von Daten und Informationen. Wie der Schausteller in Carlo Collodis Abenteuer des Pinocchio hält auch der vernetzte digitale Mensch die Fäden einer virtuellen Marionette in der Hand. Dank seinem Computer erlebt er die Abenteuer des Immateriellen. Noi siamo anche tutti come. Wir alle sind Marionetten der Elektronik. Wir haben Angst vor Maschinen, denn die Maschine verändert uns. Wenn wir also in das digitale Netz, ins Internet oder ins Web eintauchen, wollen wir damit unser Wesen erneuern, und zwar in einer globalen Rekonstruktion. Dabei dient uns Pinocchio als Schnittstelle und als Begleiter in diese Renaissance. Interfaccio e di guida nel Rinascimento, veramente il Rinascimento. Ich rede unverständliches Zeug, vielleicht bin ich zu sonderlich oder du warst auf solche Hirngespinste nicht vorbereitet, verstehst du? Eh? Wir versuchen auf Internet zu surfen. Wir haben zwar noch wenig Erfahrung, aber es ist ganz lustig und auch interessant. Ich möchte wissen, ob ich es bin, der das Ganze in Bewegung setzt. Ja, du weißt es auch nicht. Dann bin ich ja nicht der Einzige. Die Richtung, in die sich der menschliche Geist entwickelt, macht mir Angst. Ich habe Angst, dass sich diese Maschinen eines Tages gegen den Menschen wenden. Ich benutze es ganz generell. Ich selbst bin zwar noch nicht angeschlossen, aber ich nehme jede Gelegenheit wahr, um im Netz zu surfen. Denn ich finde viele interessante Informationen, die mir auch für mein Studium nützen. Ich habe meinen Diplomtext auf dem Site unserer Universität gefunden. Und mein Professor hat sogar meinen Namen darunter gesetzt. Das hätte ich nie gedacht. Umso mehr freut es mich natürlich.
Die Technologie der Zukunft macht mir keine Angst, solange der Mensch sie nicht missbraucht und sich von ihren unbeschränkten Möglichkeiten verleiten lässt. Für mich besteht da ein Widerspruch. Wir entwickeln zwar eine äußerst zukunftsgerichtete Technologie, sind aber auf sozialer Ebene nicht in der Lage, dieselbe Dynamik zu entwickeln. Im Gegenteil, die zwischenmenschlichen Beziehungen scheinen immer mehr zu verrohen. Vielleicht sollten diese beiden Tendenzen ins Gleichgewicht gebracht werden. Die Geschichte von Pinocchio interessiert uns ganz besonders, weil diese Holzfigur nach verschiedenen Initiationsriten schließlich zu einem menschlichen Wesen wird, und zwar, nachdem er dem Rachen des Wals entronnen ist. Dies ist ein wenig die Geschichte von Jonas in einer Version des 19. Jahrhunderts. Nun erfinden wir die Geschichte noch einmal neu. Diesmal erscheint der Wal in Form des numerischen Universums, das alles verschlingt. Das numerische Universum ist eine Art riesiger Speicher, der sämtliche Formen, Kenntnisse und Sprachen aufnimmt und digitalisiert. Dieser Gang in den Wal kann auch als mythischer Initiationsgang verstanden werden, den nicht nur jene machen müssen, die mit den neuen Technologien arbeiten. Die ganze Menschheit gerät in den Rachen des Wals, wo sie von der Digitalisierung verwandelt wird. Leider haben die Insider eine allzu unverständliche Sprache. Die Leute verstehen nicht immer, wie gewisse Maschinen funktionieren, was eine Schnittstelle ist und so weiter. Deshalb ist es sehr wichtig, konkrete Situationen und Informationsmittel zu analysieren. Verstehst du, hä? Pinocchio braucht auch das digitale Wesen manchmal den guten Rat der kleinen Grille. Sie macht auf Gefahren aufmerksam, weist auf die weitere Entwicklung und auf Möglichkeiten hin, die das Netz und die neuen Kommunikationstechniken bieten. Guten Rat gibt auch die italienische Fernsehsendung Mediamente von Carlo Massarini. Schon immer wollte ich einem breiten Publikum das Wissen zugänglich machen, das nur wenige besitzen, oder Entdeckungen mitteilen, die ich im Alleingang mache. Die Leute müssen auf verständliche Weise über diese Dinge informiert werden. Sie dürfen ob der neuen Technologie nicht erschrecken, sondern sie müssen verstehen, dass sie für ihre Zukunft und vor allem für die Zukunft ihrer Kinder sehr wichtig ist. Alle werden auf irgendeine Weise davon profitieren können. Entscheidend ist, dass unsere Information klar und verständlich ist, sodass die Leute vor diesen wichtigen und unumgänglichen Neuerungen nicht einfach die Tore schließen. Was heißt Multimedia? Wie das Wort sagt, ist es ein Verbund verschiedener Medien. Das kann zum Beispiel das Telefon sein, eine Platte, das Fernsehen, Kino, Zeitungen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Telefon und Fax bezeichnen wir heute als traditionelle Kommunikationsmittel. Vor 10 Jahren war der Fax natürlich alles andere als traditionell und das Telefon war die große Neuheit des letzten Jahrhunderts. Jede Epoche bringt etwas Neues hervor, das unsere Lebensweise grundsätzlich verändert. Internet ist das Symbol für die Kommunikation der Zukunft. Diese Kommunikation ist interaktiv, das heißt, man kann sowohl senden als auch erhalten. Während die heutigen großen Kommunikationsmittel wie Radio und Fernsehen Einwegmedien sind. In diesem Sinne hat Internet etwas mit dem Telefon gemeinsam. Nur kann Internet auch Texte und Dokumente übertragen, bald auch lange Musikfiles und Filme für die Großleinwand. Wir haben mit Internet einen Arbeitsprozess in Gang gebracht, der in wenigen Jahren oder Jahrzehnten einem großen Teil der Bevölkerung ermöglichen wird, besser, umfassender und natürlich in Realzeit zu kommunizieren. In una maniera migliore, più completa e in tempo reale naturalmente rispetto a quello che si può fare adesso. Du hast den Eindruck, eine Schachtel vor dir zu haben, weil du einen Bildschirm siehst, eine Kathodenstrahlröhre. Aber in Wirklichkeit haben wir hier einen praktisch unendlichen Raum. Auch wenn du mich nicht siehst, existiere ich weiter.
Du sitzt also nicht vor einer Schachtel, sondern vor einem multidimensionalen Raum. Dieser ist aber gleichzeitig auch zweidimensional, weil er aus einzelnen Bildelementen besteht. Multidimensional, weil er vom Computer gesteuert wird. Vor einigen Jahren merkten wir, dass das Internet plötzlich vom zweidimensionalen, also dem World Wide Web, zum dreidimensionalen überging, zur Sprache der modellierbaren virtuellen Realität und zum dreidimensionalen Raum. Nun wird ja auf Internet eine Unmenge geplaudert und wir können heute das Gesagte mit den dreidimensionalen Räumen kombinieren und die sprechenden Personen in Form einer digitalen Erscheinung in diese Welt einbringen. In a form of a digital avatar that their body is represented. Wie zum Beispiel in Form dieser hübschen Frau. Wir können also das Gesagte, zum Beispiel Hello, mit einem Schriftzug kombinieren, der über dem Kopf erscheint. So kann jeder am Gespräch Beteiligte, der hier erscheint, das Wort lesen. Die numerische Welt wird zum großen Teil von Wissenschaftlern, also von Menschen, beherrscht. Auch wir brauchen also einen Mythos, den Mythos der Mutter, die uns zähmt. Diese Mutter ist der riesige Datenspeicher von Internet, von Web, aus dem wir alles schöpfen. Auch er wird von Menschen, von Wissenschaftlern kontrolliert. Diese Welt macht uns ein wenig Angst. Deshalb kehren wir uns erneut dem Mythos der Geschichte von Pinocchio zu, um aufzuzeigen, dass wir alle Wesen sind, die keine Mutter haben. Dass wir alle an unseren Maschinen kleben, vor unseren Computern sitzen, die uns verwandeln und uns Gesten und Bewegungen auferlegen. Wir sind also so etwas wie elektronische Marionetten. Die Idee, noch einmal diesen globalen Speicher zu durchschreiten, der uns allen zur Verfügung steht, ist eine Art Initiationsmythos, der uns in den Schoß der Mutter zurückführt, in die universelle Datenbank. Der Mensch digitalisiert sich. Seine Gedanken reisen auf dem Binärsystem von 0 und 1 in Lichtgeschwindigkeit durch die komplizierten Maschen des Telematiknetzes. Atome mussten den Bytes Platz machen. Das Arbeitsinstrument Computer wird zum Treffpunkt, an dem man sich amüsiert und erholt, an dem man studiert und kreiert. Die Maschinen werden immer menschlicher und ermöglichen so die Durchführung wichtiger Zeremonien, die bisher der realen Welt vorbehalten waren, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Am 8. Mai fand in dieser virtuellen Welt auf Internet, auch Alpha World genannt, eine Hochzeit statt. Solche Hochzeiten gab es schon früher, zum Beispiel in San Francisco mit Virtual Reality Helmen, oder es gibt Hochzeiten, bei denen die Leute E-Mail-Karten oder andere Texte auf Internet versenden. Aber eine echte Hochzeit hat es noch nie gegeben. Das ist wahrscheinlich der Höhepunkt aller menschlichen Zeremonielle überhaupt. Eine Hochzeit in einer dreidimensionalen, virtuellen Stadt. Der Bräutigam heißt Thomas, er lebt in Texas und die Braut Janka. Die beiden sind Tschechen, leben aber in den USA, in Tacoma, im Staat der Washington. Sie heirateten in diesem wunderschönen Pavillon, den ihre Freunde zu diesem Anlass in der virtuellen Welt erstellt hatten. Die Feier dauerte etwa 3 Stunden und hier kann man die Worte des Pfarrers lesen, wenn er sagt: Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Es war wirklich eine fantastische Hochzeit. Ich war der Fotograf. Darin habe ich einige Erfahrung, weil ich öfters für meine Familie an Hochzeiten fotografiere. Ich musste das Paar, das heißt ihre digitalen Figuren, einander so nahe bringen, dass sie sich küssen konnten. Natürlich können sie sich nicht wirklich küssen, weil ihre Gesichtszüge unbeweglich sind. Das war meine beste Nahaufnahme. Dazu musste ich einen bestimmten Augenblick auf dem Bildschirm festhalten. Denn für alle diejenigen, die hier dabei waren, war diese virtuelle Welt ja ständig in Bewegung. Während sie miteinander kommunizierten, veränderte sich alles um sie herum.
Bei den vielen Medien, die uns heute angeboten werden, wird ein Aspekt besonders hervorgehoben. Das Medium als persönliches Hilfsmittel, das eine individuelle Beziehung zur Technologie ermöglicht. Was sich heute im Netz abspielt, ist ein äußerst eigenartiges Phänomen, das analysiert werden muss. Es entsteht ein ganz neues Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn auch nur virtueller Art. Wer im Netz arbeitet, wer sich ans Netz anschließt, wer Newsgroups bildet, wer Diskussionsgruppen beitritt, hat sehr stark das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Einer virtuellen Gemeinschaft zwar, die sich jedoch zusammenschließt und Dialoge führt. Eine virtuelle Gemeinschaft auf der Suche nach neuen Werten. Ein solcher Wert ist zum Beispiel unsere Erde. In der digitalen Renaissance ist die Welt nicht mehr nur eine Reihe von Elementen, sondern ein System, das direkt von den Interaktionen seiner Bestandteile abhängt. Besuchen wir den Site Web Earth von Mark Pesce. Hier können wir die Wetterlage aus der Sicht des Astronauten beobachten, dreidimensional und in Realzeit. Es geht nicht um Technologie, sondern um Kommunikation. Technologie ist das Mittel, mit dem eine Mitteilung von einem Menschen zum anderen gelangt. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir einander mitteilen wollen. Dabei können wir das Web benutzen, das Fernsehen oder gar unsere Stimme, das spielt keine Rolle. Wichtig ist der Inhalt der Mitteilung. Nun können die verschiedenen Medien unterschiedliche Dinge mitteilen. Es gibt Dinge, die ich über das Web jedoch nicht mit meiner Stimme mitteilen kann und umgekehrt. Wir müssen also lernen, wo die Stärken der einzelnen Medien liegen und uns dann so klar wie möglich ausdrücken. In all meinen Kreationen versuche ich durchscheinen zu lassen, was mir heilig ist. Damit will ich aber nicht etwa meine Überzeugung den anderen aufdrängen. Ich will nur klar machen, was ich glaube. Ich glaube, dass die Welt heilig ist. Als ich Web Earth schuf, hatte ich das Gefühl, etwas Religiöses zu kreieren. Und wenn ich die Erde oder auch nur einen Teil davon in all ihren Schönheiten zeigen kann, dann habe ich das Gefühl, etwas mitgeteilt zu haben, wozu mir Worte nicht genügen. Wenn ich es zeige, dann versetze ich den Zuschauer in eine Dimension, in der Worte nicht zählen. Die Technologie der virtuellen Wirklichkeit gibt uns die Möglichkeit, uns in eine Umgebung zu begeben, die zwar eine Nachbildung des Computers ist, uns aber den Eindruck gibt, tatsächlich an diesem Ort zu sein. Wir tauchen in diese Welt ein. Der Zuschauer hat das Gefühl, wirklich durch diese Gänge zu schreiten. Ein Beispiel ist das Grab der Königin Nofretete. Was hat uns bewogen, gerade dieses Grab zu rekonstruieren? Nun, wir hatten grundsätzliche Befürchtungen. Dieses Grab muss der Öffentlichkeit verschlossen bleiben, denn eine Öffnung würde seinen Tod bedeuten. Aus komplizierten Gründen des Mikroklimas ertragen diese Räume absolut keine Besucher. Wenn wir weiterhin Besucher in das Grab von Nofretete lassen, werden die Wandbilder in 10 Jahren verschwunden sein. Heute können wir diese einmalige Sehenswürdigkeit dem Publikum zugänglich machen, ohne es zu zerstören. In diesem Fall hilft die Technologie der Erhaltung wichtiger Denkmäler. Alle neuen Ausdrucksformen, wie der Film oder die Fotografie, die sich moderner Reproduktions- und Darstellungstechniken bedienen, müssen eine neue Verständigungsform entwickeln. Dies gilt auch für diese neueste Technologie. Ausgangspunkt ist dabei immer der Computer. Ob wir nun von CD-ROM, von Netz oder von einem allfälligen, zukünftigen, interaktiven Fernsehen sprechen. Das multimediale Produkt CD-ROM zum Beispiel, das bereits nicht mehr so gefragt ist, kann auf verschiedene Weise benutzt werden. Man kann darauf Kataloge und Nachschlagwerke erstellen. In diesem Fall ist die CD-ROM ein Träger von bestimmten bereits konfigurierten Inhalten. Nun kann man dieses Mittel aber auch dazu benutzen, die Möglichkeiten neuer Sprachen zu erforschen. In diesem Fall werden Autorenwerke erstellt, die unter Umständen Gefühle erwecken können. Das würde bedeuten, dass die Technologie in den Hintergrund tritt und das Hauptgewicht auf der Verbreitung von Gedanken, Ideen, von neuem Schaffen liegt. Pensiero, di idee, di creatività.
Die neue Technik bietet einmalige Möglichkeiten. Nehmen wir zum Beispiel ein Drehbuch. Da steht, der Hauptdarsteller verlässt seine Hütte, geht den Hügel hinunter, durchschreitet eine grüne Wiese, überquert einen Bach und geht auf den Wald zu, dessen Bäume die ersten gelben Blätter zeigen. So etwas schreibt sich schnell. Umso schwieriger wird die Aufgabe für den Regisseur und die Regieassistenten. Sie müssen sich nämlich im ganzen Dorf nach einer Umgebung umschauen, die dieser Beschreibung einigermaßen entspricht. Meistens begnügt man sich mit etwas relativ Ähnlichem, aber perfekt ist es nie. Mit den neuen technischen Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen, können hingegen Landschaften künstlich nachgebildet werden, die schlicht einmalig sind. Als ich zum ersten Mal eine solche Landschaft sah, schien sie mir so glaubwürdig, dass ich gleich mit meiner Frau hinreisen wollte. Der Regisseur erhält somit eine Freiheit, die mit derjenigen eines Schriftstellers zu vergleichen ist, der vor einem leeren Blatt sitzt. Was auch immer er sich vorstellt, kann verwirklicht werden. Dies ist eine große Erleichterung für seine Arbeit. Der Film ist kein Multimedialsystem. Die Multimedialsysteme sind dermaßen weitläufig und umfassend, dass sie nichts mit Kino zu tun haben. Das Kino ist nur ein kleiner Bestandteil dieser multimedialen Welt. Überraschungseffekte erhalten wir nicht mit multimedialen Systemen. Es sind immer noch die alten Mechanismen, die uns überraschen. Ein staunender Blick, ein unerwarteter Sturz, dasselbe, das uns schon am Clown gefiel. Nur das Mittel hat sich geändert. Anstelle der roten Nase haben wir heute multimediale Requisiten. Aber die goldenen Regeln der Unterhaltung haben sich nicht geändert. Das Aufkommen der Spezialeffekte im Kino hat damit zu tun, dass die Wirklichkeit bereits im Fernsehen sehr gut dargestellt wird. Seit das Fernsehen in unsere Stuben eingedrungen ist, muss das Kino mit der Fantasie operieren. Es muss neue technische Wege finden, um das Publikum immer wieder mit etwas Neuem zu überraschen. Die erste Neuheit war der Ton, dann kam der Farbfilm, dann die Großleinwand. Heute sind es die Spezialeffekte. Ziel dieser Neuerungen ist immer, den Zuschauer zu überraschen, der die normale audiovisive Darstellung bereits vom Fernsehen her kennt. Diese Entwicklung entfernt den Film von seiner ursprünglichen Aufgabe. Der Film sollte dem Menschen nahe sein, er sollte in ihn hineingehen. Nun wird er aber zu einer gefährlichen, serienmäßigen Wunderproduktion. Wir begeben uns in die Familie der Videospiele, anstatt in die tiefgründige, wichtige und bereichernde Kunst des Films. Der Film ist die Kunstform unseres Jahrhunderts. Natürlich sind solche fantasieanregende Elemente willkommen. Nur muss man wissen, dass sie nicht nur positiv sind. Vielleicht sind es gerade die Videogames, die elektronischen Spiele im Allgemeinen, die diese computerabhängige Generation hervorgebracht haben. Heute wird immer mehr mit Hilfe der Technik kommuniziert und gespielt. Dank der Multimedialsysteme wird das Spiel real und interaktiv. Sie geben dem Spieler den Eindruck, Mittelpunkt fantastischer Abenteuer zu sein. Jeder fühlt sich als Regisseur seines eigenen Films. Der Schauspieler Bud Spencer gibt mit seinem Spiel auf CD-ROM jedem die Möglichkeit, sich wie er mit allen zu schlagen. Wir wollten schon lange so etwas herausgeben, nachdem wir gesehen hatten, wie beliebt diese multimedialen Spiele in den Vereinigten Staaten sind. Ich finde, ein Videogame passt gut in mein Lebenskonzept. Nämlich die Leute, wenn nicht zum Lachen, so doch zum Lächeln zu bringen. Ich glaube, Kinder und Erwachsene amüsieren sich mehr mit solchen Spielsystemen, die meines Erachtens die Systeme der Zukunft sind. Meines Erachtens haben die Kinder von heute mindestens zwei ganz tolle Mittel zur Verfügung. Das eine betrifft das Studium. Es gibt zum Beispiel CD-ROMs, die auf sehr amüsante Weise den obligatorischen Schulstoff vermitteln.
Unsere Schulbücher waren doch oft ziemlich langweilig. Auf den Landkarten des multimedialen Geschichtsatlasses können wir durch einfache Mausklicks Kontinente verschieben oder die großen Figuren der Geschichte wieder aufleben lassen. Solche CDs sind kurzweilige Lehrmittel. Natürlich bleibt der Stoff derselbe, aber er wird so präsentiert, dass sich der Schüler mit einbezogen fühlt. Und vergessen wir nicht, unsere Kinder sind mit den technischen Mitteln sehr vertraut. Sie kommen ja schon fast mit der Maus in der Hand zur Welt. All diese Erneuerungen machen das Studium zu einem interessanten Spiel. Dadurch verändert sich natürlich auch die Art, wie das Kind auf diese Dinge zugeht. Wir besitzen heute Instrumente, die wir vielleicht noch gar nicht richtig verstehen. Unsere Kinder jedoch werden sie bestens handhaben können. Und damit geben wir den kommenden Generationen doch etwas sehr Wertvolles mit. Viele befürchten, dass sich hier langsam alle Formen gemeinsamen Lebens auflösen. Man ist so sehr damit beschäftigt, sich einen Platz in dieser digitalen Welt zu erobern, dass man seine eigene Gemeinschaft, seine Familie vergisst. Dass man sogar den eigenen Körper vergisst und nicht mehr isst. Das passiert immer wieder. Unsere Organisation hat sich deshalb unter anderem zum Ziel gesetzt, öffentlich über die Vor- und Nachteile dieser Technologie zu diskutieren. Denn es ist eine Tatsache, dass man sich dadurch stundenlang von der realen Welt entfernt. Andererseits bringt sie aber auch große Vorteile. Es gibt zum Beispiel ein System für Krankenhäuser. Schwerkranke Kinder, die ihr Leben lang an das Spitalbett gebunden sind, können über den Computer mit anderen kranken Kindern in anderen Krankenhäusern interagieren, die an einer ähnlichen Krankheit leiden. Sie bilden somit eine Gemeinschaft, das holt sie aus ihrer Isolation heraus. Denn sie sind bereits genug an die Technologie des Krankenhauses gebunden und diese leuchtende Welt befreit sie, wenigstens für einige Zeit, von ihrer Gefangenschaft. Das Ganze bringt also sowohl Nutzen als auch Gefahren für die Gesellschaft. Le personnage de Pinocchio reste permanent dans sa forme de bois. Auch nachdem er zum Jungen aus Fleisch und Blut geworden ist, bleibt Pinocchio eine Figur aus Holz. So wie der erwachsene Mensch in seinem Innern ein Kind bleibt. Wir befürchten, in dieser digitalen Welt unseren Körper zu verlieren. Wir befürchten, in diesem unendlichen Meer von Kreationen, Wörtern, Ideen, Bildern und Klängen unsere Identität zu verlieren. Es ist aber so, dass wir etwas hinzufügen, ohne dabei unsere bisherige Identität zu verlieren. So wie im Kind Pinocchio die Marionette weiterlebt, bleibt unsere Körperlichkeit, unsere Persönlichkeit hinter diesen neuen Bildern, hinter den Erscheinungen auf dem Bildschirm bestehen. Sie lebt weiter in den neuen Beziehungen, die wir mit unseren Instrumenten und unseren Maschinen aufbauen, die uns bereichern, wenn auch auf eine neue Art und Weise. Deshalb halte ich Pinocchio für eine der interessantesten Figuren in diesem Prozess der Angewöhnung und der Anpassung an die neue technische Umgebung. Ich habe lange nach einer passenden Figur gesucht, die uns nahe genug steht, um uns ohne Einschüchterung und mit Humor in dieses neue Universum einzuführen. Unsere Kinder werden zwischen ihrem eigenen Ich und unserem Planeten keine Grenzen mehr ziehen. Die Biologie lehrt uns, dass zwischen den verschiedenen Lebensformen auf der Erde kein grundsätzlicher Unterschied besteht. Sie sind so eng miteinander verbunden, dass man sie nicht einzeln auseinandernehmen und definieren kann. Wir wissen, dass alle Bakterien auf dieser Erde einen einzigen Organismus bilden, denn sie tauschen ihre DNA miteinander aus. Alle Bakterien bilden eine einzige, zusammenhängende Entität. Da diese aber aus mehreren Zellen besteht, glauben wir, dass es sich um eigenständige Bakterien handelt. In zwei Generationen werden wir die Menschheit und alles biologische Leben auf der Erde als eine einzige Entität sehen. Und zwar, weil wir heute Modelle bauen und auf unsere Computer laden, die uns diese Entität zeigen werden. Was uns die Mystik schon immer gelehrt hat, wird unwiderruflich klar sein. Alles Leben auf Erden ist eins.